Hallo zusammen, in folgendem Tutorial zeige ich euch, wie ihr ein Enlist Level 2 aufbaut und welche Materialien ihr dazu braucht. Grundlegend hierfür ist ein Eheld Level 2 Plan, einen Kran und eine kurze Planke, damit ihr das überhaupt bauen könnt und natürlich ein bereits bestehendes Level 1 Haus in eurem Besitz. Dann geht ihr an die gleiche Grundfläche wie auch schon das Level 1 Haus. Geht auf den Kran, macht Rechtsklick drauf und bestätigt dieses. Dadurch baut ihr den Kran. Anschließend müsst ihr nur noch in das Inventar des Krans die grundlegenden Baustoffe des E-Nests Level 2 reinpacken, welche wie folgt aussehen für die erste Baustufe. 4 Aluminiumbleche, 9 kurze Planken, 3 lange Planken, 4 Metallstützen, 4 Schrauben, 4 Scrap-Anschlüsse, 4x Spanplatte und 4 Verstärkungsmaterial. Anschließend würde ich euch empfehlen, dass ihr so ein bisschen Abstand macht, damit ihr von dem Bau auch optisch ein bisschen was mitbekommt. Ihr müsst aber unbedingt im 10 Meter Umkreis zum Kran bleiben, sonst funktioniert das nicht. Öffnet dann euer Menü, da habt ihr den Levelplan Nummer 2 drin. Macht Rechtsklick auf den Plan und startet den Bau. Und schon ist das Fundament für das Level 2 Haus oben drauf gekommen. Sieht im Moment natürlich noch nach recht wenig aus. Aber das kommt nachher alles. Ihr habt ja noch 3 weitere Baustufen vor euch. Für die zweite Baustufe müsst ihr etwas schwindelfrei sein, denn ihr müsst auf den Fußboden eures soeben erstellten Level 2 Hauses kraxeln und dort in den Tresor, den ihr ebenfalls mit der ersten Baustufe aufgebaut habt, alle weiteren Materialien reinpacken. Diese Materialien sind wie folgt. 2 Aluminiumbleche, 15 kurze Planken, 5 lange Planken, 2 Metallstützen, 2 Schrauben, 4 Scrap-Anschlüsse, 4 Spanplatten und 2 Verstärkungsmaterial. Habt ihr das alles reingepackt, müsst ihr wieder runterkraxeln. Unten angekommen müsst ihr ein bisschen von eurem Haus weggehen, sucht euch da eine schöne Perspektive aus und richtet euer Augenmerk auf das obere Fundament. Dreht dann wieder am Mausrad und dort habt ihr die Option Baue Stufe 2 und Zerstöre Fundament. Hier bitte wieder aufpassen, dass ihr da nicht aus Versehen auf Zerstöre Fundament klickt. Das wäre, naja, halt etwas unpraktisch. Habt ihr Baue Stufe 2, bestätigt ihr dieses einfach und schon geht es los. Und die ersten Wände werden aufgestellt. Für die dritte Baustufe müsst ihr ebenfalls wieder hoch hinaus, denn ihr müsst auch hier wieder das komplette Material für die dritte Baustufe in den Tresor legen. Welche Materialien benötigen wir? Für die dritte Baustufe wäre das 2 Aluminiumbleche, eine Batterie, ein Kotschloss, 14 kurze Planken, 7 lange Planken, 2 Metallstützen, 2 Schrauben, 4 Scrap-Anschlüsse, 2 Spanplatten und 2 Verstärkungsmaterial. Danach geht es wieder nach unten, denn nicht nur, dass ihr von hier unten einen schönen Überblick über euer komplettes Haus habt, sondern auch nur von hier unten könnt ihr über das Mausrad mit dem Bau der Stufe 3 beginnen. Hierzu dreht ihr wieder am Mausrad und wenn die Option erscheint, Baue Stufe 3, betätigt ihr die einfach. Dann gebt ihr euer Passwort ein. Und nach Bestätigung des Passwortes wird auch der Bau eingeleitet. Zur vierten und letzten Baustufe des E-Nestes Level 2 Hauses müsst ihr euch wieder vor dem Tresor einfinden und folgende Sachen im Inventar haben. 2 Aluminiumbleche, 15 kurze Planken, 8 lange Planken, 2 Metallstützen, 2 Schrauben, 4 Scrap-Anschlüsse, 2 Spanplatten und 2 Verstärkungsmaterial. Danach heißt es wieder ab nach unten klettern und von hier den Bau der letzten Baustufe einzuleiten.
Das macht ihr wieder genau wie bei den vorangegangenen Baustufen auch über das Mausrad. Ihr wählt Baustufe 4 aus und bestätigt diese. Dann gebt ihr euer Passwort ein und euer Level 2 Haus bekommt ein Dach.